Gestalte eine individuelle Lampe mit Textilkabel fürs Kinderzimmer. Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie es geht. Stecke den Linienadapter auf den Zamo. Wirf damit eine senkrechte Linie über die Steckdose an die Wand. Richte die Linie so aus, dass sie im Wasser ist. Mit einem Bleistift ziehst du jetzt einen dünnen Strich die Wand hoch. Hier führst du gleich dein Kabel entlang. Richte den Zamo waagerecht aus. Die Höhe wählst du so, dass sie für dich am besten passt. Ziehe auch hier eine Hilfslinie. Lass in der Mitte Platz für die Herzform und setze eine Markierung, wo du die Lampe anbringen möchtest. Zeichne jetzt den Herzumriss. Du kannst natürlich auch ein anderes Bild aufmalen. Wichtig ist, dass du am Ende das Kabel gut in die Form biegen kannst. Nun misst du, wie lang das Kabel deiner Lampe werden soll. Dazu wechselst du vom Linien- auf den Radadapter. Fahre mit dem Rad deine Bleistiftlinie und auch das Herz entlang. Übe gleichmäßig Druck aus und behalte denselben Winkel bei, um einen möglichst genauen Wert zu erhalten. Lies die Zahl ab und rechne noch etwa einen Meter dazu. Dann hast du Spiel, das Kabel einzustecken und es um die Wandhalterung zu wickeln. Kaufe im Baumarkt oder online Kabel, Stecker und Lampenfassung deiner Wahl. Lass dir die Lampe von einem Fachmann zusammenbauen. Bringe nun die Wandhalterung an. Heize die Klebepistole auf. Trage dann Stück für Stück den Kleber direkt auf die Wand und drück das Kabel an. Achtung, heiß! Wickle das Kabel mit der Lampenfassung ein paar Mal um die Wandhalterung. Drehe die Glühlampe in die Fassung, montiere eine Kindersicherung in der Steckdose, falls noch nicht geschehen, und setze den Stecker in die Dose. Fertig ist deine gemütliche Lese- und Spielecke.